gewaltig. Ja, was. Leute, was haben wir jetzt? Wir haben 139. Boah, können wir nicht eine Provinz mehr haben? Amol oder so oder mehr? Keine Ahnung, irgendwas. Oh Mann, ey. Ich erwarte eure Befehle. Oh Mann, Leute. Sorry, aber es muss jetzt einfach mal sein, weil... Boah. Ich krieg diesen Hass, ne? ETF, warum? Alter. Wetten? Wenn ich Krieg erkläre, dann wahrscheinlich irgendwer... wird dann mir den... wird dann sagen, ja, nö, keine Lust, und dann, ja. Ja, Matten sind jetzt auch nicht mehr meine, ne? Spasten, oder? Ja, natürlich nicht. Ficker, ey, sonst hätte ich jetzt gewonnen. Wichtige Hurensöhne. Hm, was kann ich denn machen? Ja, wenn ich sie erklären... würde wieder sagen jemand, nee, machen wir nicht mit. Dann habe ich den Slot. Und wenn das wahrscheinlich irgendwie Galatien, Baktrien, Parthien, darum werde ich jetzt warten, bis die sagen, dass ich den Krieg erklären soll. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Beeilt euch, Männer! Mein Können steht euch zur Verfügung. Ich werde euch ihre Lebern und Lungen bringen. Bitte stimmt die Fotze. Jawohl. Ich kenne nichts außer... Dankeschön. Dankeschön. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. An Bord gehen. Alter, noch eine Scheißstadt. Da will ich warten, bis die mir... Bitte, Leute, Erwiska, bitte seid mir ein Angebot, dass ich euch, dass ich den Krieg erkläre von dem. Bitte. Bitte. Ja, mal das hier. Ich auch keine Verbündete, glaube ich, ja. Karthagos Feinde müssen leiden. Nein, ich werde nicht... Bakterien angreifen. Hallo, ist mir den Trigger nicht dumm. Eieiei, Leute. Noch eine scheiß Witz. Wir fordern nur eine geringe Summe. Mein Herr sieht Großzügigkeit immer gern. Oh mein Gott, ich hab jetzt einmal gekriegt, oder nicht? Alter, wenn wir heute schafft. Jo, Leute. Nicht geschafft, Feuer!
Das haben wir nicht gebaut. Das linke da. Zirkus Maximus. Oh ja. Das so ist roh. Jo Leute. Wir haben 309 Runden gebraucht, um das hier Rennen zu gewinnen. Derzeitiges Datum 32 nach Christus hat sich nichts performt, wo ich gedacht habe, das kommt irgendwie so Glauben. Ist Frage, ja, was willst du, weil du sagen wollt, willst du Göttertum, willst du Christentum haben, irgendwas, keine Ahnung. Und ja, wir haben aktuell gehaltene Siedlungen 93, erobert haben wir 106 und verloren 17. Ja. Ja. Very nice. Very nice. Die meisten gehaltenen Siedlungen 93, aktuell gehaltene Provinzen 35. Die meisten gehaltenen Provinzen 35. Erlastet halt 9, richtige Gebäude 652, erforschte Techniken 46, zivile Techniken 17, Militärtechniken 29. Sieht man, dass wir auf Militärgegner sind. Das ist eindeutig. Ressourcen insgesamt 22, haben wir, okay. Einzigartige Ressourcen 9. Angriff Fraktion 72, eigentlich alle. Ja, alle eigentlich. Wenn ich mich weit... Ja, die hier und die hier sind die nördlichsten. Gibt es ja keine mehr hier. Wir haben eigentlich alle getroffen. Nächste Fraktion 16. Ja, viel. Gebildete Klinik, Tümer, Zatapin. 23 haben wir. Wir haben hier eine, wir haben hier eine. Wir haben hier eine. Wir haben hier eine, wir haben hier eine. Wir haben hier eine. Wir haben hier eine. Wir haben hier eine. Wir haben. Ja, wir haben irgendwo hier eine, oder? Hier? Ja, hier. Und hier, wenn ich weiter erinnere. Hier. Ja, das war's schon mal. Zeitige Kriege 10. Meistkriege 11. 10 Kriege. Haben wir jetzt alle auf Einheit oder was? Der zeitige Verbündete 0, meiste Verbündete 2, der zeitige Handelsabkommen 30, meiste Handelsabkommen 30, Gesamteinkommen, keine Ahnung, zeitliches Einkommen 43.114, Steuereinkommen, Handelsabkommen, Einkommen durch Plünder 0, Einkommen durch Überfälle 0, okay, haben wir viel genutzt, Leute, das ist, ich glaube, die Zahl kann einfach nicht genannt werden, haben sie einfach 0 gemacht. Höchstes Einkommen, ja, 50.552. Ausgaben, ich weiß gar nicht. Zahl der Ausgaben, 40.087. Ausgaben für Rekrutierung, jo. Also, schon eine Menge. Ausgaben für Söldner, ja. Ausgaben für Unterhalt haben wir, ja, bisschen mehr. Ein bisschen. Bau haben wir sehr viel ausgegeben. Und höchste Ausgaben 86.112, wenn ich die Zahl richtig lesen kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Aufgestellte aufgestellte Streitkräfte gesamt 17. Aktuelle Streitkräfte 16, also ist eine Mal down gegangen. Meiste Streitkräfte zur gleichen Zeit 16. Aufgestellte Armeen gesamt 13, aktuelle Armeen 12. Meisterarmeen zur gleichen Zeit 12, aufgestellte Flotten gesamt 4, Flotten aktuell 4, Meisterflotten zur gleichen Zeit 4, rekrutierte Generäle 70, getötete Generäle 0. Okay. Verlorene Generäle 65. Okay. Plus 5. Gesamte rekrutierte Einheiten 400, rekrutierte Landeinheiten 327, rekrutierte Seeeinheiten 73, vernichtete Einheiten 2237, gesamtverlorene Einheiten 263, verlorene Landeinheiten 114, verlorene Seeeinheiten 1, Konflikte, Alter, wie viel gibt's denn hier noch? Agenten,
Okay, er ist, macht das jetzt immer flüchtig hier. Aha. Aha. Selbstgeflüchtet. Okay Leute, ihr habt jetzt sehr viel zu sehen bekommen, aber wenn wir wirklich die alle gespielt hätten, boah, dann wären wir bei Level, bei Part 300 oder irgendwas. Landgefechte, Seegefechte, Kombinations, achso, alle beide zusammen. Okay, jetzt habe ich wirklich, habe ich das schon mal gespielt? Nee. Hafengefechte habe ich auch noch nicht gespielt. Siegeschlacht 109, Belangeschlacht 55. Siegesammlung 193. Siege zu Land 37, Siege zu C6. Heldenhafte Siege. Ja, wir hatten schon Schlachten, wo befreite Siedlungen. Achso, das ist wahrscheinlich so. Wo die. Wo dann so neue Fraktionen zu kommen, glaube ich. Oder so, ich glaube, wenn jetzt irgendeine Fraktion vielleicht die Galate die Partei irgendwie besiegen und dann wir eine Base von hier irgendwo einnehmen, von Galatien, dann wir das, glaube ich, dann so befreien, dann kommen die wieder. Ja, Spione hasse ich von den scheiß Gegnern. Wir haben angefangen, drei Fokus haben nicht angefangen. Ein Jahr lang. Es wird nur... Okay. Okay, Leute. Wir haben gewonnen. Das war unser Ziel. Und gleich sind wir da angestorben. Wird man der Whisker wird. Das ist terrorisch die Bash von der 40 Dinge in durch direkten Besitz oder über Klintür oder mit Terbindnis. Ja, schön. Das ist ja mal sehr schön. Wir haben viel erreicht, würde ich sagen. Und ich bin jetzt mal so dreist und gehe hier... Ah ne, ich bin hier, ich gehe hier hin. Um unser schönes Reich zu betrachten. Wir haben keinen Feind momentan, glaube ich. Hier, Rom, wunderschön. Ja. Spiel. Nice. Wir haben sehr viel Militär gesetzt. Haben sehr viel Klientelkönigtum. Also wegen dem haben wir eigentlich gewonnen, weil das wäre ja wär ziemlich lang. Da habe ich schon gesagt, dass ich irgendwie ADI mal besiegen werde. Da habe ich mir aber gedacht, ja, jetzt im Endspurt, weil es ist ja schon lange draußen, das ist Attila. Und jetzt werde ich mal gucken. Da werde ich bereden, was wir tun. Am kommenden Donnerstag muss ich jetzt da nochmal besprechen. Weil ich bin ja diese Woche, also jetzt, wo ihr das seht, bin ich ja auf Abschlussfahrt auf Rügen. Und wenn ich komme, dann geht's wenn. Und das kann schon möglich sein, dass halt irgendwas kommt am Donnerstag. Jetzt kein Warum, irgendwas, keine Minecraft, irgendwas oder mit Futur oder das und Pläne und bla. Und am Dienstag letzte kam ja auch nicht. Ich nehme das ja vor auf. Und ich hatte nicht so viel Zeit. Bei mir ist jetzt auch Samstag, wo ich das aufnehme. Und ich gehe am Montag schon. Ja, das ist schon knapp. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Schule und das und das und das. Na, dann war ich da weg arbeiten und bla bla bla. Und ja. Das ist ja so, ne? Meine Schule geht natürlich vor, Leute. Lernen und so. Ist immer schlimm, nervig, zum Kotzen, aber was muss man machen, man muss es tun, auch wenn man es nicht will, ich will es auch nicht eigentlich, aber, und ich sehe gerade, dass Gittchen ja schon mal besiegt ist, WTF, haben die die wohl befreit, ist ja mal nice, okay, nice, ja, doch wir haben noch eine Armee Kimmer oder so, ja, okay, wir haben doch die als Freunde, ja. Aber eigentlich, wir haben Germanien erobert. Deutschland haben wir zumindest erobert, glaube ich, ja. Ja, ja, Deutschland. Hier, das irgendwas, ja. Auf jeden Fall das hier. So ein Stück, bisschen mehr in Dänemark rein. Was haben wir da? Das ist Frankreich oder nicht, das hier da. Das ist... Hä, das ist... Ja, pf,
ich habe das schon mal geredet, was wie, weil es ja nicht genau wie die Landkarte, wie die aktuelle. Ist ja nicht Deutschland und alles mehr hier. Ich würde mal so ein Spiel haben, wo es jetzt in dieser Zeit ist, ne? So mit so dieser Zeit halt. Ja, schon, aber taktisch hinzustellen, das glaube ich nicht so. Das ist nicht so. Finde ich jetzt, ist glaube ich nicht machbar. Weil du einfach reinrennst, einfach mit dem Gehen ballern kannst und einfach alle sterben würden. Das würde irgendwie keinen Sinn machen, so. Glaube ich. Und dann macht jeder eine Panzerarmee und das war's. Also. Naja. Gut. Wir haben das jetzt hinter uns. Worm to Lover 2. Ihr könnt auch Vorschläge, was ich spielen soll. Ob ich Attila spielen soll. Ob ich irgendwas anderes spielen soll. Soll ich am Donnerstag auch Battlefield bringen? Was weiß ich. Könnt ihr natürlich alles vorschlagen. Oder dass wir halt zu dritt spielen. Irgendwas wie drei Future, Sven und ich. Oder war ich was, Sven und ich? Das ist echt egal, wie ihr nennt. Ja. Finde ich ganz gut. Wir haben jetzt nicht so viele Schlachten geschlagen, aber die Schlachten, die wir geschlagen haben, waren schöne schlechte Schlachten. Auch Sachen, wo ich sage, ja, verlieren wir hochkantig. Man sieht wieder, dass die Römer einfach OP sind. Habe ich ja schon auch schwer gestellt. Weil Legende, bin ich mir nicht ganz sicher. Muss ich ganz zugeben. Ich bin jetzt kein Overpro in taktischen Dingern, wo ich taktische Spiele liebe, mag. Cool finde. ihr könnt auf jeden Fall erstmal abschminken, dass ich kein Horrorspiel spiele am Donnerstag. das könnt ihr schon mal wissen. Ja, wir haben ja schon bald 40 Minuten wieder. Die Zeit geht wie Sau, ey. Ich wollte 30 Minuten machen, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt gewinnen, dass wir nächste Runde oder übernächste Runde gewinnen. Was denn hier? Okay, wohin? Ja, aber... Aber pack drin, Alter, wenn... Schon... Ja, also... Ich werde mir auch dieses tolle Warhammer holen. Was kommt? Weil es sieht eigentlich ganz... Also ich weiß es nicht ganz, ich... Wahrscheinlich werde ich es holen. Tolle Warhammer klingt eigentlich ganz gut. Stehe auch auf Fantasy. Und jetzt auch ein taktischen Ding. Finde ich gut, jetzt kein Echtzeit-Ding. Ja, ist auch mal schön. Machst du Fantasy-Ding. Und ja. Dann werden wir sehen. Oder Star Wars Battlefront wird dann auch bald kommen. Und wenn es rauskommen ist, weil ich hab's, ich werde es mir vorbestellen und ich hab's schon. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall irgendwie holen, Battlefront. Und dann werden wir Sven und ich das spielen. Also, ich weiß noch nicht, ob das Sven das spielt. Weil früher haben wir das auch immer gespielt. Aber wir kommen das irgendwann am nächsten Thema. So ein Battlefield werde ich das nochmal sagen und so, was ich und so, was ich besser jetzt finde. Auf jeden Fall, Worm to Lover war es jetzt zu Ende. War nice, war lange. Ist die Folge, lass mich nicht lügen, 84. Insgesamt auch auf alten Kanal zusammen 84. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt habe ich freie Wahl, was ich machen will. Soll. Muss. Ja gut. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Worm. Nicht Worm drüber. Ich wollte Battlefield sagen. Ich habe noch extra in meinem Kopf gesagt. Komm, sag Battlefield, aber nö. Wollte nicht, wollte nicht. Nein. Nö. Nö. Zeig's Tunnel war. Zur nächsten Folge von Battlefield. Minecraft. Planet hat. Was gibt noch? Was haben wir alles? Planet für Zombies Garden Warfare. Genau. Oder auch irgendwas anderes. Auf jeden Fall nicht so gut drüber.
denke ich mal. Und ich sage dann, bis dann und ciao, ist mein Lehrer mit euch.